Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, beim letzten Mal sind wir hier im Sumpflager angekommen, wo es jetzt schön anfängt zu regnen. Und haben uns das Ganze ein bisschen angeguckt, ein paar wichtige Personen kennengelernt und, was am wichtigsten war, wir haben erfahren, wie man sich dem Lager anschließen kann. Und dafür müssen wir die Gurus auf uns aufmerksam machen. Und da haben wir schon zwei kennengelernt. Einmal den, der beim Tempel steht und einmal den, der da am Eingang stand. Und ein Kerl, den haben wir noch kennengelernt, der wollte uns dabei helfen, die Gurus aufmerksam auf uns zu machen. Und das werden wir heute mal in Angriff nehmen, aber wir werden auch mal hier so schauen, was wir denn noch so finden können. Und zwar haben wir hier noch so ein kleines Gebiet, das ich ganz vergessen hatte, was ich gerade nur durch Zufall entdeckt habe. Was aber auch wichtig ist. Oh, das ist ein Templer. Und zwar haben wir hier... Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarone gestellt hat. Du siehst aus wie ein Suchender. Du siehst aus wie einer, der den wahren Glauben sucht. Spürst du nicht das Feuer in dir, das dir nachts den Schlaf raubt? Ich sehe, dass du an dem zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Du weißt auch warum. Weil es Lügen sind. Es sind Lügen, mit denen sie den Geist derer beherrschen, die schwach sind. Dein Glaube ist stärker als ihre Lügen. Fühlst du nicht jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Fühlst du, wie er jeden Tag wächst? Er lenkt deinen Geist. Lass es geschehen. Weißt du, was du tust, wenn du ihn beherrschst? Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hör auf, im Schatten deiner Ängste zu leben. Mach dich frei. Verstehe. Der Schläfer wird erwachen. Er wird dir die Freiheit bringen und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen. Wie Unrat, der vom Regen weggespült wird, werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden. Und sie werden klagen und jammern und bereuen. Aber dann ist es zu spät. Dann werden sie zahlen mit ihrem Blut und ihrem Leben. Aha. Das klingt sehr stark nach religiösem Fanatismus. Aber hey, er hat uns angesprochen, der ist ein Baal. Das heißt, er ist ein Guru und wir wollen ja, dass die Gurus uns ansprechen. Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden? Ich sehe, du hast dich mit unseren Regeln vertraut gemacht. Das ist gut. Ich spüre große geistige Kraft in dir. Du kannst schon bald ein Mitglied unserer Gemeinschaft sein. Ich habe dich angesprochen, weil ich dir Gelegenheit geben will, uns deine Loyalität zu beweisen. Wie kann ich dir meine Loyalität beweisen? Was wir am dringendsten brauchen, sind neue Seelen, die sich unserer Gemeinschaft anschließen. Wenn du dafür sorgst, dass ein weiterer Mann unserem Lager beitritt, hast du deinen Willen, unsere Gemeinschaft zu bereichern, unter Beweis gestellt. Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Das alte Lager ist ein guter Ort dafür. Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden. Im neuen Lager wirst du wahrscheinlich weniger Glück haben. Die Männer, die dort leben, sind Barbaren. Wieso braucht er so dringend neue Leute? Der Schläfer hat unserem Meister offenbart, dass er eine wichtige Nachricht für uns hat. Aber er ist noch nicht zu seiner vollen Stärke erwacht. Und so braucht er unsere Kraft, um mit uns in Kontakt treten zu können. Deswegen bereiten wir eine große Anrufung vor. Und je mehr Männer daran teilnehmen, umso eher werden wir Erfolg haben. Wenn du mehr darüber erfahren willst, geh zum großen Platz vor dem Tempelberg. Aber störe nicht den Meister bei der Meditation. Aha. Ja, vielleicht werden wir uns das mal anschauen. Auf jeden Fall habe ich schon eine kleine Idee, wen wir hier in das Lager schleppen können. Und zwar haben wir ja Dusty kennengelernt im alten Lager. Der wissen wollte, wie es hier ist und wie es seinem Kollegen geht. Und wenn wir ihm sagen, hey, dem Typ geht's gut hier, willst du nicht auch mitkommen? Dann würde er sich wahrscheinlich dazu bereit erklären, hierhin mitzukommen. Ich denke, das ist eine gute Idee. Da haben wir schon jemanden, den wir überreden können. Ich schaue nochmal kurz, was hier hinten ist. Außer noch mehr Sumpf. Ich
glaube aber, dass hier tatsächlich nur noch Sumpf ist. Ja. Ja, das da drüben ist das Sumpfgebiet. Oh, Gornaran. Das da drüben ist das Sumpfgebiet, wo auch das ganze, ja, nicht Gras, das ganze Kraut angebaut wird und geerntet wird. Da sind auch noch ein paar Leute aus dem Lager, da möchte ich jetzt aber nicht hin, weil da sind Sumpfhaie und Blutfliegen, jede Menge. Und ich werde da sehr, sehr schnell sterben, deswegen vergesst es. Da werde ich später auf jeden Fall mal hingehen, aber aktuell ist das einfach nicht drin. Was machst du hier? Ich passe auf, dass kein Sumpfhai zu nah ans Lager gerät. Wenn ich du wäre, würde ich einen weiten Bogen um die Viecher machen. Du hast keine Chance gegen sie. Jetzt stör mich nicht weiter. Ich muss die Augen aufhalten. Ja, damit hat er wohl recht. Also gegen die Blutfliegen kommen wir doch relativ bald schon an. Aber Sumpfhaie, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir einen Sumpfhai besiegen können. Die werden uns vorher einfach zum Frühstück fressen. Und das ist hier sogar wörtlich zu nehmen. Naja, egal. Genug von Sumpfhaien. Wir wollen uns natürlich den Rest des Lagers noch angucken, auch wenn das nicht mehr viel ist. Ich gehe mal hier hoch. Da ist nämlich noch etwas Interessantes, eventuell. Ich finde es auch cool, dass sie immer zwei Leiter nebeneinander haben, dass mehr Leute hoch und runter gehen können, wenn sie wollen. Was haben wir denn hier? Templar beim Trainieren. Und du bist Gornatoth. Na hallo. Kannst du mich trainieren? Geh mir aus den Augen, Unwürdiger. Ich trainiere nur die Templer des Schläfers. Naja, ein Versuch was wert, ne? Aber wir können auch mit dem hier reden. Kor Angar. Kannst du mich trainieren? Du willst ein starker Kämpfer werden und bist auf der Suche nach jemandem, der dich unterweist. Das ist gut. Aber ich bin nicht derjenige, den du suchst. Ich opfere meine Zeit nur denen, die dem heiligen Kreis der Templer angehören. Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Du musst deine Zeit lang als Novize gedient haben, um deinen Glauben an den Schläfer unter Beweis zu stellen. Dann kehre zu mir zurück und ich werde dich unterweisen. Ja, mal schauen, ob das was wird. Also man sieht schon, wir haben hier zwei Stationen, die erreicht werden können. Also erstmal können wir jetzt eine Vize anfangen in diesem Lager. Und irgendwann, wenn wir uns gut aufstellen, können wir dann zum Templer befördert werden. Im alten Lager sind das auch zwei Stufen, und zwar können wir da als Schatten anfangen. Und wenn wir uns da gut anstellen, können wir irgendwann Gardist werden, ja. Oder, was auch eine Möglichkeit ist, und vielleicht ein kleiner Spoiler, aber das ist jetzt schon mal erstmal egal. Wir haben im alten Lager nicht nur die Möglichkeit, Gardist zu werden, nein, stattdessen können wir auch Feuermagier werden. Was eigentlich auch ziemlich cool ist, was ich bisher noch nie gemacht habe, um ehrlich zu sein. Balkadar, hallo. Alles klar, Alter? Alles klar, Alter? Na gut. Lassen wir den mal in Ruhe, bevor der noch ausrastet. Ja, wo war denn der Typ, dem wir das Gras bringen sollten? Der unsere Tagesration, die wir bekommen haben. Der war doch. Der müsste hier in die Richtung gewesen sein. Ja, das Sektenlager hier ist ein kleines bisschen unübersichtlicher als das neue. Als das alte Lager so. Also das Sumpflager ist unübersichtlicher als das alte Lager. Aber es ist nicht ganz so groß, wie man schon gemerkt hat. Ich meine, wie lange haben wir im alten Lager rumgesessen, bis wir mit allen Leuten geredet hatten? Und jetzt haben wir das im Sektenlager schon hinter uns. Tja. Aber dafür werden wir hier auch noch einige Quests bekommen, wo wir mit einigen Leuten nochmal reden müssen. Allein mit den ganzen Bals wollen wir nochmal reden. Ich habe Sumpfkraut bei mir. Du kannst es haben. Gut. Du hast sicher schon bemerkt, dass so gut wie keiner der Gurus mit dir reden will. Du kannst das ändern, indem du sie beeindruckst. Ich kann dir verraten, wie du das anstellst. Das ist eine sehr unvorteilhafte Kameraperspektive gerade. Ich meine, der halbe Bildschirm wird von dem Kopf ausgefüllt. Wie kann ich die Gurus beeindrucken? Balkadar unterrichtet die Novizen in der Magie des Schläfers. Wenn du seine Aufmerksamkeit willst, wende Magie an. Aber blas ihm keine Windfaust um die Ohren. Versetze einen seiner Zuhörer in Schlaf oder sowas. Baal Namib vorne am Haupttor ist einer der harten Brocken. Ich denke, bei ihm kann dir Lester helfen.
Sprich ihn drauf an, wenn sein Meister gerade nicht dabei ist. Die anderen Gurus sind eigentlich ganz in Ordnung. Versuch dich einfach nützlich zu machen. Danke für die Tipps. Hey, eine Hand wäscht die andere. Ja, das klingt eigentlich relativ einfach. Wie komme ich an die Magie des Schläfers? Baal Kadar verkauft Runen und Spruchrollen. Aber das nützt er ja nicht viel, wenn er nicht mit dir redet, richtig? Vielleicht kann einer der anderen Gurus dir helfen. Mal schauen. Ich glaube, wir sollten vielleicht erstmal mit Lester reden. Das ist jetzt so die einfachste Möglichkeit, die wir haben. Ich muss mal gucken, ob wir uns dann irgendwo hinführen lassen müssen. Da wir ja mit ihm reden sollen, wenn sein Meister gerade nicht anwesend ist. Aber der steht ja meistens neben ihm und redet mit ihm. Genau, zeig mir den Weg. Zeig mir den Weg. Lass uns mal... zum Tempel gehen. Zum Tempel. Folge mir. So, dann sind wir nämlich schön weit weg von dem Guru. Und dann kann ich in aller Ruhe mit dir reden. Haha. Ich hoffe, der hilft uns auch wirklich und will nicht, dass wir noch einen Gefallen machen. Wir sind bisher eher so der Laufbursche, von wegen, ja, hier hol mir das und hier bring dem das und hier, ja, sorgt dafür, dass der Typ aus meinem Lager verschwindet, ich will den nicht sehen. Ja. Das ist der Tempel, das wissen wir ja schon. Du kannst auch ruhig da vorne stehen bleiben. Hier ist der Tempel. Ich werde auf dich warten. Aber wenn du dir zu viel Zeit lässt, dann gehe ich zurück zu Barnamib. Ach, das ist in Ordnung. Wie bringe ich deinen Meister dazu, mit mir zu reden? Du musst wissen, was er hören will. Nämlich? Pass auf. Wenn wir beide das nächste Mal bei ihm sind, sprichst du mich an. Und wir unterhalten uns ein bisschen. Barnamib macht sich zurzeit große Sorgen, weil viele Novizen nicht nur zum Schläfer beten, sondern auch noch zu ihren alten Göttern. Du erzählst mir, dass du den alten Göttern abgeschworen hast und jetzt nur noch den Schläfer anrufst. Daraufhin werde ich dich fragen, was dich dazu bewogen hat. Und du sagst, du hattest eine Vision, in der der Schläfer dich zu sich gerufen hat. Das sollte sein Interesse wecken. Denkst du, du kriegst das hin? Kein Problem. Ja, sollte machbar sein. Du willst gar nichts dafür? Das finde ich gut. Zeig mir den Weg. Dann lass uns mal zurück zum Haupttor gehen. So, und langsam ist es auch Nacht geworden, ne? Dann sollten wir vielleicht gleich mal... Du gehst jetzt nicht ernsthaft mit dem langsamen Tempo darüber, oder? Dann machen wir nochmal kurz einen kleinen Abstecher rüber zur Schmiede. Und ich würde gerne einmal schauen... das sind Lampen. Wusste ich gar nicht mehr. Die leuchten, das ist ja cool. Es ist auch magisches Erz, das da drin sitzt, oder? Das ist mal ein toller Nutzen von dem magischen Erz. Wo war ich? Genau, wir wollten rüber zur Schmiede gehen, oder ich wollte zumindest rüber zur Schmiede gehen und mal schauen, ob die Leute da noch am Arbeiten sind. Und wenn nicht, dann können wir ja mal versuchen... Die haben ja doch auch eine Kiste rumstehen, oder? Ja, da hinten. Ich werde mal speichern und gucken, ob mich irgendwer anhaut, wenn ich diese Kiste aufmache. Ich hoffe ja nicht, aber... Lalala. Nein, keiner? Okay, nach rechts ist falsch. Links ist gut. Und der Dietrich ist abgebrochen. Nein, können wir hier noch neue Dietriche kaufen? Darion, du hattest doch bestimmt Dietriche im Angebot, oder? Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Das sieht sehr schlecht aus. Verdammt. Das ist doof. Gut, ich weiß einen Ort, an dem wir auf jeden Fall Dietriche bekommen können. Ich glaube, Mordrak im alten Lager verkauft auch Dietriche. Aber hier aktuell im Sumpflager kriegen wir, glaube ich, keine Dietriche. Zumindest wüsste ich jetzt nicht genau von wo. Und zu dem Ort zu laufen, wo ich wir auf jeden Fall Dietriche kriegen können, das wäre jetzt noch ein bisschen früh. Deswegen müssen wir hier später nochmal herkommen. Habe ich noch irgendwas, was ich verkaufen kann? Ich könnte die Karte zur alten Mine verkaufen, aber das bringt mir nicht wirklich was. Das Essen möchte ich eigentlich gerne behalten.
Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Die Halskette sowieso, die ist sowieso noch für die Quest wichtig. Ja. Na gut, schade. Tja, wir sollten vielleicht... Also ich möchte das auf jeden Fall so spielen, dass ich dann nicht einfach mal speichere und lade. Das ist natürlich die Möglichkeit. Sprich, man speichert vor der Kiste, probiert aus, bis der Dietrich kaputt ist, lädt wieder, weil die Schlosskombination ändert sich nicht. Und ja, dann kann man sich das einfach cheaten, aber das finde ich doof. Ich möchte das lieber richtig machen, dass ich halt auch Schlösserknacken trainiere, dass ich jetzt halt keine... Das haben wir ja schon trainiert, dass ich keine 90% Chance mehr habe, dass das Schlösseröffnen fehlschlägt, sprich mein Dietrich abbricht, sondern nur noch eine 50%ige Chance. Und wir können das ja noch eine Stufe weiter höher trainieren, dann haben wir, glaube ich, eine 10%ige Chance oder eine 5%ige sogar, dass es nur noch abbricht. Und das ist eigentlich ganz in Ordnung. Das finde ich halt viel cooler, als wenn ich die ganze Zeit schummle. Wenn ich es so spiele, wie es gedacht ist, dann macht es nämlich auch Sinn, mal Dietrich zu kaufen, weil bisher habe ich das immer so gespielt, dass ich geschummelt habe. Gut, dich wiederzutreffen. Wie ist es dir ergangen? Mir ist es sehr gut gegangen. Aber nochmal kurz zu Ende. Bisher habe ich das halt immer so gespielt, dass ich gespeichert und geladen habe. Und dann brauchte ich natürlich nie Dietrich kaufen und das ist irgendwie ein bisschen, dämlich. Deswegen machen wir das lieber richtig. So, was sollten wir ihm sagen? Ja, dass wir natürlich von den alten Göttern abgeschworen haben, auch wenn das nicht so richtig stimmt. Ich weiß gar nicht, ob unser namenloser Held überhaupt an irgendeinen Gott glaubt, aber naja. Ich habe den alten Göttern abgeschworen. Ehrlich? Wie kommst du zu dieser Entscheidung? Ich hatte eine Vision. Der Schläfer hat zu mir gesprochen. Was hat er gesagt? Er sagte, geh in das Lager im Sumpf und schließ dich der Bruderschaft an. Du bist ein sehr reicher Mann, Fremder. Der Schläfer belohnt nicht viele auf diese Weise. Diese Unterhaltung war gar nicht auffällig. Dumm-di-dum-di-dum. Aha, er hat mich angesprochen. Der Schläfer hat dich erwählt. Ist es dir wirklich ernst, mit deinem Wunsch uns beizutreten? Naja, das weiß ich noch nicht so richtig, weil ich ja noch nicht genau weiß, in welches Lager ich jetzt möchte, aber ja. Ja, ich will den Weg des Schläfers beschreiten. Geh zu Kurkalon. Sag ihm, ich schicke ihm einen wahren Anhänger des Glaubens. Eigentlich hätten wir einfach mal nichts sagen sollen. Mach Platz! Alter. Okay. Ich glaube, sonst können wir aktuell nicht mehr viel machen. Guck mal in die Quests. Neue Seelen für die Bruderschaft. Ja gut. Aufnahme Sumpflager. Verschwundener Gardist. Prüfung des Vertrauens. Ja, momentan haben wir keine Möglichkeit, weiter irgendwas zu machen. Ich kann noch mal eben zum Tempel gehen und gucken, ob wir irgendwie die Aufmerksamkeit von dem Guru haben können, der da ist. Nein, das wollte ich nicht. Und ansonsten können wir dem anderen Guru noch einen Mann bringen. Und müssten dann noch ein bisschen Magie anwenden und das können wir momentan noch nicht. Okay, der spricht nicht mit uns. Und ansonsten haben wir hier auch nichts weiter zu tun. Also der Tempel sieht schon ziemlich beeindruckend aus mit diesen Erzlampen davor. Das ist schon ziemlich cool. Hey, die eine ist nicht an. Die sollte vielleicht mal jemand austauschen, wenn die nicht mehr funktioniert. Naja. Okay. Dann sollten... Achso, Metalis hat mir schon geredet. Der hatte gar nichts zu sagen. Kein einziges bisschen an Dialog. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal wieder auf den Weg zurück zum alten Lager. Da haben wir noch die ein oder andere Sache zu erledigen. Unter anderem können wir da hoffentlich Dietriche kaufen beim Mordrak. Und ich würde sagen, als nächstes machen wir uns erstmal auf den Weg zum neuen Lager. Ja, ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube, das ist das Vernünftigste, was wir momentan tun können, ohne, möglichst wenig Laufen zwischen den Lagern. Natürlich werden wir auch nochmal ein Sumpflager zurück müssen, das ist klar. Für mehr als eine Quest und wir werden im alten Lager noch ein bisschen was machen können. Und natürlich können wir im neuen Lager jede Menge machen und damit auch das dritte Lager im Bunde kennenlernen, was sicherlich auch interessant ist. Ja, aber mal schauen. Mal schauen. Also wir könnten natürlich jetzt auch Dusty abholen und mit ihm ins Sektenlager gehen, wenn er denn mitkommen möchte. Aber
dann würden wir wieder da runterlaufen und dann müssten wir wieder irgendwie warten. Und lasst euch gesagt sein, wir müssen sowieso nochmal für eine Quest aus einem anderen Lager in das Sumpflager gehen. Und da wäre es natürlich viel praktischer, wenn wir diese Quest schon haben. Ja, deswegen laufe ich jetzt einmal zurück und gucke mir den Rest vom alten Lager nochmal an, den wir uns noch nicht angeguckt haben. So viel sei verraten, das ist nicht mehr viel. Wenn ich Dietrich hier kriege, dann will ich nochmal mich an der Kiste beim Schmied versuchen. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht in irgendwelche Monster reinlaufe. Ja, beim letzten Mal, ich glaube, hier waren Varane. Die wurden vom Baal nicht angegriffen. Liegt eine Pfeife? Nein, nehmen wir einfach mal mit. Aber jetzt, als ich das nicht aufgenommen habe, sondern nachgespielt habe, hat der Baal einfach die drei Varane angegriffen und hat sie getötet und deswegen sind sie jetzt nicht mehr da. Ist jetzt auch nicht so der große Verlust, weil wir haben ja Erfahrung dafür bekommen. Von daher, ja, okay, es. Und da liegt, glaube ich, auch noch Zeug, oder? Eine Waldbeere. Ja, und dann haben wir jetzt auch noch 10 Lernpunkte, die offen sind. Das heißt, ihr könnt theoretisch noch ein bisschen was lernen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich lernen möchte. Zur Auswahl, also zumindest was jetzt am meisten Sinn macht momentan, ist erstmal Stärke. Stärke bringt uns so viel, dass wir bessere Waffen anlegen können, weil die Waffen haben Stärkevoraussetzungen. Also das ist in Gothic so geregelt, dass die Waffen Stärkevoraussetzungen haben und die Bögen Geschicklichkeit. Ich glaube, in späteren Teilen war das so, dass Waffen auch Nahkampfwaffen auch Geschicklichkeitsvoraussetzungen haben können und Bögen auch Stärkevoraussetzungen, also gemischte Voraussetzungen. Pacho. Hey, du. Wer, ich? Nein, ich meine deine Großmutter. Natürlich meine ich dich. Wenn ich du wäre, dann würde ich diesen Weg hier nicht weitergehen. Warum nicht? Du scheinst wirklich neu hier zu sein. Mann, hier geht es ins Orkgebiet. Die machen Kleinholz aus dir. Oh. Gern geschehen. Danke, ja. Ins Orkgebiet sollten wir nicht gehen. Nein, da sind Orks und die Orks, die sind wirklich viel zu stark. Gegen die kommen wir nicht an. Gegen die kommen wir erst am Ende des Spiels an, ja. Naja, aber egal, wir haben sonst noch genug zu tun. Wir müssen ja gar nicht ins Orkgebiet. Da wollen wir ja gar nicht hin, ne? Nein. Genau, Stärke bringt einmal, dass wir Waffen haben, also bessere Waffen haben können. Und es bringt zusätzlich noch, dass wir mehr Schaden machen. Das heißt, Stärke ist auf jeden Fall etwas, das früher oder später gelevelt werden muss. Zumindest für uns, weil wir Nahkampf machen und allgemein sogar. Also bis Level 30 muss jeder Charakter mindestens machen. Ihr werdet irgendwann mal sehen, warum. Die zweite Möglichkeit wäre Nahkampfwaffen lernen. Die Stufe 1. Einhänder meine ich. Nicht Zweihänder, weil Zweihänder können wir noch nicht. Dann kriegen wir eine höhere Volltrefferchance und wir können noch ein bisschen effektiver kämpfen, weil momentan halten wir die einhändige Waffe ja noch in zwei Händen und können so ein bisschen hier was machen. Das klang jetzt komisch, aber wir können halt auch öfter in Reihe angreifen und bessere Kombos machen. Oder die dritte Möglichkeit wäre, etwas von den Trophäenfertigkeiten zu lernen. Quasi Häute abziehen, Zähne den Tieren entnehmen, Krallen abziehen und so. Also Trophäen, die wir dann verkaufen können. Sowas wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Wir können natürlich auch die Trophäen lernen. Aber ich glaube, dafür haben wir gar nicht genug Erz, oder? Wir haben doch gerade mal 126. Ja, also wir könnten theoretisch auch eine Mischung aus Trophäen und Stärke lernen. Weil Stärke können wir immer in Einserschritten lernen. Die Trophäen brauchen, glaube ich, auch alle jeweils einen Lernpunkt. Das heißt, wir können uns irgendwie 6 Stärkepunkte holen und 4 dann für die Trophäen ausgeben. Aber da müssen wir mal gucken. Das muss ich mir noch genauer überlegen. Hey, Neuer, ich bin Mordrak. Meinen Namen solltest du dir merken. Ich kann dir gute Ware aller Art günstig verkaufen. Ja, das klingt doch gut. Ich glaube, mit dem hatten wir beim letzten Mal schon geredet. Ich habe hier in diesem Spielstand noch nicht mit ihm geredet. Aber dann machen wir den Dialog halt einfach nochmal. Aber erstmal möchte ich seine Ware sehen. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. So, du hast doch bestimmt... Jawohl, er hat Dietriche. 2 Stück. Die werden wir uns doch direkt mal mitnehmen. So, 20 Erz. Ich hoffe, das lohnt sich auch. Irgendwie werden unsere Sachen nicht angezeigt. Auch gut. Tränke, Schriften, Verschiedenes. So, wir haben doch hier eine Pfeife. Die kannst du schon mal haben. Und ansonsten gleichen wir das Ganze noch mit etwas Erz aus. Ja, nehmen wir an. Dankeschön. So, den restlichen Dialog machen wir gleich mal. Ich möchte mir noch angucken, ob wir hier irgendwelche Charaktere übersehen haben.
Die sind alle am Schlafen, glaube ich, ne? Hm. Vielleicht sollten wir dann morgen früh wiederkommen. Ja, ich glaube, das ist eine bessere Idee, wenn wir morgen früh wiederkommen. Wir können uns ja ein Rundchen schlafen legen und den Tag wieder hervorbringen. Haben wir eigentlich noch irgendwas an Fleisch? Nein, gut. So, dann wollen wir uns mal eine gewisse Kiste vornehmen. Haha. Und wenn wir diese Kiste haben, dann hat es sich auch eindeutig gelohnt, die Dietriche zu kaufen. Denn dann haben wir den Preis locker wieder raus. So, ja, ja, wir sind noch ein paar Leute draußen, das soll uns jetzt aber nicht stören. Ich gehe jetzt einmal hier hoch in aller Ruhe, im Schutz der Nacht. Und hier wollte ich hin. Ich speichere einmal trotzdem, falls irgendwie irgendeiner auf uns aufmerksam wird, weil das kann ich nicht gebrauchen. Und dann nehmen wir uns mal diese Kiste hier vor. Rechts, hört sich gut an. Links, nein. Rechts, rechts, links, links. Ah, verdammt. Rechts, rechts, links, rechts, rechts, nein. Rechts, rechts, links, links. Jawohl, die Kiste ist offen. Es hat nur einen Dietrich gekostet. Ja, was haben wir da drin? 2 grobe Schwerter und 20 Rohstahl. Das heißt, wir können im Grunde 22 rohe Schwerter machen. Beziehungsweise 20 machen, 2 haben wir schon. Eigentlich auch mehr, wenn wir den Glitch ausnutzen. Na, hallo. Guten Morgen, Officer. Hier. Lass mich mal vorbei. Ja, ja, hier gibt nichts Auffälliges vor sich. Nein, ich habe gerade nichts ausgeraubt. Theoretisch halt mehr, wenn man den Glitch macht, sprich einfach die Sachen hier schnell hintereinander. Aber das möchte ich nicht machen. Ich möchte fair spielen. Und ja, 22 Schwerter. Wenn jedes für 50 Erz verkauft wird, dann haben wir genug, um uns eine Rüstung zu kaufen. Mal eben so. Das ist schon ziemlich gut. So, dann wollen wir mal schon erstmal den ganzen Stahl heiß machen. Ja, schön in der Schmiede, im Schmiedefeuer. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt alles machen soll. Oder ob ich das nicht offscreen machen soll, weil das ist ja schon jetzt nicht so spannend, wenn ich hier das alles mache. Aber vielleicht kann ich dabei noch ein bisschen reden und erzählen und irgendwas wollte ich noch sagen. Genau, wenn wir es dann auch noch schaffen, die Schmiede im Sumpflager auszurauben, dann haben wir auch noch genug Gold, um uns andere Sachen zu holen. Ich glaube, es ist gar keine so schlechte Idee tatsächlich, dass wir dann uns eine Rüstung holen schon mal. Also so viel sei verraten, wir können uns eine Rüstung kostenlos holen am Anfang. Aber das ist nicht die beste aller Rüstungen und wir wollen natürlich immer die beste Rüstung haben, die uns zur Verfügung steht. Deswegen ja, mal schauen. Mal schauen. Wir müssen sowieso das Zeug erst verkaufen und in Erz umwandeln, weil wir können die Rüstung nicht direkt gegen Gegenstände tauschen. Die Rüstung müssen wir voll im Erzpreis bezahlen. Das heißt, wir müssen uns irgendwie noch Erz anhäufen. So leicht geht's also nicht. Aber ich glaube, bevor ich mir eine Rüstung hole, hole ich mir erstmal eine bessere Waffe. Das ist wahrscheinlich eine gute Investition. Man weiß ja nie, wenn man sowas brauchen kann. Na, wie viel Rohstahl haben wir denn noch? Gucken wir mal ins Inventar. Wir haben... Achso, 2 grobe Schwerter. Ja, ich habe mich gerade gewundert, warum da nur 2 Schwerter sind. 2 Rohstahl noch und 18 glühender Stahl. Na gut. Ich meine, wir könnten auch den Rohstahl direkt verkaufen, aber das lohnt sich nicht. Der Rohstahl bringt uns 20 Erz ein, das fertige Schwert bringt uns 50 Erz ein. Und warum sollten wir es dann nicht machen? Weil ich meine, es ist kostenlos. Man kann das ja einfach benutzen. Vor allem in der Nacht, wenn hier keine Leute sind, können wir das einfach machen. Genau, die Leute hier drum werden sich auch bestimmt freuen, wenn wir hier nachts auf den Amboss einherren. Aber damit müssen sie halt leben. Ich meine, wir sind in einer, im alten Lager. Hier sind die Hütten sowieso mit so dünnen Wänden ausgerüstet. Da hörst du alles. Alles, sag ich dir. Aber wir sollten uns vielleicht trotzdem ein bisschen beeilen. Nicht, dass hier gleich auch die Gardisten aus der Burg kommen und sich wundern, warum haut da jemand auf den Amboss rum? Und am Ende töten sie dann noch den Schmied, obwohl der es gar nicht war. Also ich meine jetzt nicht uns, weil wir gerade am Schmieden sind, sondern ich meine den Schmied, dem die Schmiede hier eigentlich gehört. Können wir nicht noch den Amboss mitnehmen? Mal eben so in die Tasche stecken, mitgehen lassen. Den kann man bestimmt auch irgendwo verkaufen. Wahrscheinlich will das Sektenlager noch einen Amboss haben. Oder vielleicht das neue Lager oder so. Bestimmt können die einen gebrauchen. Und ich meine, wie kommt man hier an einen Amboss? Ich meine, selbst schmieden ist wohl nicht. Zumindest kein Amboss. Und das ist wahrscheinlich einer der Gegenstände, den sie
durch die Barriere reingebracht haben, im Austausch gegen magisches Erz. Vermute ich jetzt einfach mal. Würde zumindest für mich Sinn machen. Oder Sinn ergeben. Ich glaube, man kann tatsächlich beides benutzen. Habe ich irgendwann mal gehört. Also es gibt ja viele, die sagen, ja, Sinn machen ist eingedeutscht aus dem Englischen von to make sense. Aber ich meine, dass tatsächlich beides geht. Ja, ja. Ist das nicht eine angenehme Arbeit? Ich glaube, ich habe keine Klingen mehr. Ja, 20. Also doch, ich habe jetzt erst Klingen. Ich hatte ja vorher nur glühenden Stahl, aber jetzt haben wir schon 20 glühende Klingen. Und was machen wir jetzt nächstes damit? Natürlich, sie kommen, um sie zu härten, in den Wassereimer. Und da wir hier in einem Videospiel sind, muss das Ganze glücklicherweise nur ein einziges Mal gemacht werden. Das heißt, wir müssen nicht mehrfach härten. Ich meine, es ist auch sowieso nur ein grobes Schwert, das härten halt einmal. Mehrfach gehärtet wäre natürlich besser, aber YOLO. Ich glaube, ich sage in meinen Videos zu oft YOLO, kann das sein? Ich finde es auch sehr cool, dass er quasi in seiner Hosentasche die glühenden Klingen mit sich rumträgt. Ist bestimmt sehr angenehm, hält einen warm bei Nacht, ja. Und vor allem bleiben sie glühend bis zum Ende des Spiels, wenn wir nichts machen. Ich meine, ist auch mal eine Möglichkeit. Wenn man im Winter kalte Hände hat, dann tut man sich einfach ein paar glühende Klingen in Taschen und dann hat man schöne Taschenwärmer. Ja. So, auf den Schleifstein muss das Ganze natürlich noch, denn das Schwert soll ja scharf sein. Ja, ist das spannend. Ja, ich weiß gerade leider auch nicht mehr, was ich so erzählen könnte. Deswegen bin ich ein bisschen ruhig. Aber ich werde das Video gleich sowieso beenden. Ich möchte noch die Klingen fertig schleifen. Das sollte jetzt nicht mehr so lange dauern. Und dann noch einmal ins Bett gehen, um den Tag voranzutreiben. Und ich würde sagen, dann ist genug für heute. Dann machen wir Schluss. Wir haben auch viel erlebt. Wir haben einen Baal auf uns aufmerksam gemacht, einen Guru. Und haben seine Aufmerksamkeit... wir haben auf uns aufmerksam gemacht und haben seine Aufmerksamkeit. Super Satz. Das ist genauso wie helles Licht oder nasses Wasser. Ich weiß gar nicht, gerade nicht mehr den Fachbegriff dafür, da gab es ja irgendeinen. Aber wir haben sein Wohlwollen, das ist schon mal sehr viel wert. Und ich glaube, das waren alle Klingen. Schaut euch das jetzt mal an. So viele grobe Schwerter. Und die sind alle stärker als unser Schwert, aber wir können es nicht ausrüsten, weil benötigte Stärke 20, das haben wir noch nicht. Aber wir können uns, glaube ich, ein besseres Schwert noch holen, beziehungsweise ein Schwert, das nicht so hohe Stärkeanforderungen hat. Ja, das machen wir vielleicht im nächsten Part. Erstmal gehen wir in unsere Hütte, gucken uns nochmal um. Und ich glaube, ich sollte dann aber vielleicht mein Erz hier in der Truhe unterbringen. Das habe ich nämlich beim Spielen gemacht. Ich hatte ja Erz dabei. Habe es dann in die Truhe getan, bin zu Bloodwyn gegangen. Habe ihn mich ansprechen lassen und er nimmt dann immer nur das, so viel Erz, wie man dabei hat. Und wir hatten dann kein Erz dabei und er hat sich damit zufrieden gegeben. Und uns dann für einen Tag in Ruhe gelassen. Das heißt, ja, da bin ich wieder zurückgegangen, habe mir mein Erz geholt und bin fröhlich an ihm vorbeigelaufen, ohne dass er irgendwas gesagt hat. Sehr, sehr gemein, aber hey, wenn das Spiel es zulässt, dann sollte ich das auch tun, ne? Ja... Ich würde sagen, mit diesem appetitlichen Anblick hier von diesen gebratenen Scavengern, na, setzen wir uns doch mal ins Feuer hier, schön. Hallo? Ich versuche gerade mich auf diese Bank zu setzen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Doch jetzt. Aber in die falsche Richtung. Ich möchte mich ans Feuer setzen, mein Freund. Dann müssen wir halt, warte mal. Dann müssen wir von dieser Richtung aus. Das ist vollkommen unintuitiv. So, jetzt setze ich auf die... Okay, eigentlich sollte man jetzt sehen, wie er sich setzt. Und er hat sich auch in die falsche Richtung hingesetzt. Das hat man ja gerade noch gesehen, aber irgendwie spinnt die Kamera gerade ein bisschen rum. Aber egal. Wie auch immer. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem Spaß gemacht. Auch wenn dies jetzt dieser kleine Glitch hier ist.
Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.